Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. So, Frankreich, jawohl. Ach, wir haben noch 1500 vor uns. Steht da oben. Kleine Burg. Ja. Und was, wenn ich. Was fährst du für ein LKW? Also hast du eine bestimmte Marke, die du fährst, oder ist das auch unterschiedlich? Ah, kommt. Ich halte nicht ewig den Verkehr auf. Neueres Modell oder ein älteres? Ah, ich meine MP4 oder ein MP5. Weil ich bin ein absoluter Metz. MP5. Also quasi. Ich hoffe, das funktioniert. Nicht, dass das jetzt wieder. Let's me crash. Alle aktiviert habe ich ihn. Ja, ist hier. Das ist jetzt leider nur ein Mod, den ich da habe. Aber ja. Es ist schon offiziell. Offiziell ist der DAF drin, aber SCS schafft es nicht einfach, den MP5 eine Lizenz dafür zu bekommen. Ich weiß nicht warum, aber sobald der seine 800.000 drauf hat, werde ich auf jeden Fall wechseln. Also grundsätzlich fahre ich eigentlich alles. Also nicht nur, sondern auch den Plastikbomber da. Oder den neuen Renault da. Aber ein absoluter Favorit ist bei mir halt. Dieser Mod werde ich deaktivieren, ey. Ich glaube, alle drei Minuten so ein Tatütertag geht ja einem voll auf die Nerven, ey. Ei, ei, ei. Kurze Frage zu deinem Kühler. Hast du eine vom Lambert? Oder... Weil, ich sag's mal so, letztens gab's ja, also Diesel TV hat ja letztens sich ein Video gemacht von dem Kühler, was er fährt. Und er sagt irgendwie, dass er mit Lambert eigentlich sehr zufrieden ist. Und dass es irgendwie in naher Zukunft mit den Kühlern auch irgendwie einen Test geben soll, dass du eine, von den drei Antriebsachsen eine elektrisch betrieben wird und dass du quasi oben auf dem Deckel
ist irgendwelche, wie nennt man, Solarpaneele oder Matten drauf gemacht werden, um quasi das Aggregat von dem Lambert, dass er nur noch mit Strom versorgt wird. Weil er hat es mal vorgestellt, aber ob es wirklich mal Test gab, habe ich das leider nicht mehr verfolgt, aber sollte eigentlich sehr gut sein. Ökonomisch. Aber naja. Ökonomisch kann so vieles heißen. Weil prinzipiell finde ich es eigentlich schon eine geile Idee, aber Krone, ja. Okay. Was ich auch noch so erfahrungsgemäß gemacht habe, und zwar, also ich wohne in der Nähe von Hockenheim. Und zwar gibt es eine in der Hockenheim bei Reynolds Logistik. Oh, Amazon-Lager da hinten. Wenn in der Nähe von der B36 bist da zum Beispiel, das ist direkt bei Hockenheim die Abfahrt da. A6, B39 und auf die B36. Da gibt es eine LNG-Tankstelle. LNG-Gastankstelle, da habe ich vor einem Jahr, glaube ich. Ja, jetzt, ja, es dürfte jetzt ein Jahr her sein, habe ich einen Monat da geschafft und ich habe so viel, also in den paar Wochen oder Monat, wo da geschafft worden ist, haben sie die Preise dreimal erhöht. Ja, und ich habe von so vielen LKW-Fahrern gehört, auch von ausländischen, dass dieses Gas, dass das überhaupt gar nicht vorankommt. Oh, wie heißt denn die Firma? Dann haben wir, also es gibt zwischen 4, 3 und 4 Uhr sind von einer. Boah, ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese Firma da hieß. Aber die haben auch gesagt, es gibt so wenig LNG-Gastankstellen und jetzt gibt es ja die große Diskussion darum, ob das ja gesund oder sauberes Gas ist. Also, ich fand es halt nur interessant, wie das halt funktioniert, die Technik. Und beim anderen LKW-Fahrer ist wirklich der Tankstutzen eingefroren. Kannst du richtig mit dem Hammer draufschlagen? Also wir haben mindestens fast jede Woche einmal vorne diesen Tankstutzen auswechseln müssten, ja. Weil einfach dieses Kugellager, was da drin ist, das war ja so, also. Naja. War auf jeden Fall spannend. Aber wer an der Gastankstelle ging der Kaffeeautomat nicht? Naja, der Kaffee hat ja nur 50 Cent gekostet, aber naja, was soll ich schon sagen? Wir müssten ja, weil wir ja als Sicherheitspersonal da war, ja auch den Kaffeeautomaten reinigen. Ich habe den meisten LKW-Fahrer dann immer einen kostenlosen Kaffee ausgegeben. WhatsApp-Status. Naja, von der Firma habe ich immer reingeschrieben, Kaffeeautomat spinnt. Pulver eingefroren. Ja.
Die haben sich sowieso an dem Gas eine goldene Nase verdient, sage ich dir ganz ehrlich. Da kann man auch mal ein bisschen sowas machen. Ich meine, okay. Sollst es zwar nicht oft sagen, aber... Ich fand's okay. Schließlich müssten wir ja auch unseren Kaffee selber bezahlen, also von daher... Kann man mal für euch auch was Gutes tun. Bremst er gleich weiter ab oder fährt er? Gib Gas. Also ich benutze hier ziemlich viele realistische Mods, das kann ich nur sagen. Weil einfach diese ETS2 und Modding-Szene, das ist so wahnsinnig interessant. Also vor allem, was du tunen kannst, ey. Hoppala. Das könnte auch böse ins Auge gehen. Also bei mir in Discord sind auch sehr viele ETS, sehr viele Screenshots eigentlich von vielen LKWs. Und bei mir ist es so, es gibt ja auch in Sinsheim zum Beispiel diese LKW-Modelle. Und genau das gleiche Fabrikat, was ich habe, will ich mir quasi als Modell quasi auch bauen. Mache ich alles auch im Livestream. Das heißt, ich habe im Nebenraum drüben links auch eine Webcam stehen. Weil wenn ich auch mal... Ja, wie gesagt, das Ganze will ich ja zusammen mit der Community quasi bauen. Kostet aber alles an die... Was habe ich ausgerechnet? 1500 Euro oder so. Also wurde auch wirklich bei dem LKW alles... Blinker, Lichtfunktion. Ich glaube, das ist eine 16-Kanal-Ausgang von der Fernsteuerung, was das da ist. Und allein die kostet ja schon an die... 200 Euro, aber es macht halt Spaß. Und wenn ich halt dafür schaffen gehen muss, jo, warum nicht? Aber da steckt halt die Leidenschaft halt mit drin. Weil ich bin ab und zu einmal im Jahr drüben in Speyer, im Technikmuseum, und einmal in Sinsheim. Also ich bleib da wirklich auch einen ganzen Tag dann drin. Hab ich da gerade einen Iveco mit einem Gastank gesehen? Mann, ich sehe die so wenig. Die sieht man auch so selten da drin, das gibt's gar nicht, ey. Ach, nicht schon wieder.
Ja, und quasi der Community-Trailer, den ich hier selber gemacht habe, den würde ich halt gerne mit Airbrush quasi auch auf dem Modell-Trailer machen. Es gibt welche von, oh, wie heißen die? Von Konrad. Aber der Konrad bei uns in Mannheim hat leider zugemacht. Das darf ich halt mir alles online bestellen, was ich sehr schade finde. Weil ich hätte auch gerne mal halt einfach mal die Dimensionen auch halt mal vorher gesehen. Einer aus meinem Bekanntenkreis, denn sein Vater war auch Fanfahrer, der ist quasi damit groß geworden, aber wegen dem Problematik, was er da hat, das ist auch gesundheitlich, der hat richtig geile Bilder. Also ich bin immer wieder überrascht, was man erlebt. Oder auch für Stories hört. Wo ich persönlich, also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, ne? Also von manchen Sachen. Was man da alles erlebt hat. Ey. Das ist schon faszinierend. Ich meine, zum Beispiel gucke ich auf Twitch ab und zu nachts Druckverlust an. Und das, was er sein Equipment da aufgebaut hat, ist auch cool. Fährt für. Ich glaube, er fährt für DHL, so oft wie ich den da als Post. Was Fritzen da sehe. Ist schon spannend, ja. So. Sehen wir da irgendwas Interessantes? Da! Kein Gastank. Ah, schade. Naja. Man versucht's halt. So. Und ich lasse mal noch vorbei. Naja. So, dann erstmal ein Hoch auf ein Käffchen. Also auf meinem YouTube-Kanal, wie gesagt, gibt's auch einer, den habe ich verlinkt, der macht, hilft anderen, also die, wo jetzt sich mit dem Beruf LKW-Fahrer und Spedition selbstständig machen, gibt's da auch einen super Kanal. Gott, jetzt fällt mir der Name gar nicht ein. Mal, das haben wir gleich. Kann man Abo-Liste mal gucken.
Was hat denn? Was hat denn? Weil der macht auf jeden Fall immer aktuelle Videos zu einem gewissen Themen. ADR-Scheine, was man da alles dafür braucht, was und das ist wirklich, wirklich sehr interessant. Okay. Na gut, muss ich halt das nächste Mal machen. Auf Anhieb finde ich den jetzt gerade nicht so. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Bartalo. Ciao, ciao.